Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet und weiter geht's mit dem Angeln von den Mega-Piranhas, jetzt am Maron, zweite Station. Und ja, Ausrüstung wie im letzten Video, am Amazonas. Und Standort ist hier am Bootssteg, auch genau wie am Amazonas, da war es ja auch der Bootssteg. Und ja, Zeit vorspulen auf 19 Uhr. Und ab geht's. Na, das wird ein normaler Piranha sein. Das ist niemals ein Mega-Piranha. Vielleicht auch ein kleiner Wels. Zander-Antennenwels oder Dornwels. Ne, ist ein Piranha. Trophy. Größe. Na, ich komme gar nicht dazu, alle Ruten auszuwerfen hier. Oh, das könnte der erste Mega-Piranha sein. Jawohl. Da haben wir den ersten Kandidaten. 8,1 Kilo. Ja, der war ein bisschen kurz, oder? Ja, der war ein bisschen sehr kurz. Der 37er war schon ein bisschen kurz. Aber 36 halte ich für zu kurz. Ist wieder ein normaler Piranha. Und das ist der zweite Mega-Piranha. Um 19:09 Uhr schon den zweiten. Das sieht gut aus. Wieder 8,1 Kilo. Ja, gedulde dich. Und der dritte. Jetzt hat er gebissen, der andere. Er hat sich aber Zeit gelassen. Und wieder 8,1 Kilo. Und der nächste. Die beißen sie aber richtig gut hier.
So, jetzt komme ich auch endlich mal dazu, die Pose auch rauszuwerfen. Oder besser gesagt, die Matchroute. Ist irgendwas anderes, glaube ich. Zander Antennenwels oder. Jo, Zander Antennenwels in Trophy. Wie man das beim Reinholen schon merkt, welcher Fisch das ist. Wenn man hier bei Fishing Planet auch schon 6 Jahre lang angelt. Merkt man beim Drillen schon, was für ein Fisch da dran ist. Das Blöde hier bei der Pose ist, die treibt so schnell weg von dem Punkt, wo man's, wo die Bisse kommen. Also wie ein kleiner Piranha unter 1 Kilo, 500-600 Gramm schätze ich mal, aber also nicht mal knapp 500. Dritte Route gefällt mir nicht. Das ist auch die erste von den dreien. Das könnte wieder mega sein. Oder? Nö. Könnte wieder ein Zander-Antennenwels sein, aber diesmal kein Trophy. Oder ein Pir ja, oder ein Dornwels. Ja, diesmal ist es ein Dornwels. Zu kurz. Das war besser. Ja, war doch die. Ja, Posenrute macht hier keinen Sinn. Oder ich gehe mal ein bisschen tiefer. Tiefer, nicht flacher. Nehmen wir mal 1,20 Meter. So, wo bleiben die Mega-Piranhas? 4 Stück bis jetzt erst, ne? So, 3 normale, 2 Welse und 4 Mega.
Noch nicht berauschend. Oh, sie ist schon wieder sonst wohin getrieben. So, was geht jetzt hier? Gar nichts mehr. Vier Stück und das war's. Leider ist hier immer nur eine Stunde Beißzeit für die Mega-Piranhas. Immer nur zwischen 19 und 20 Uhr. Finde ich ein bisschen schade. Hätten wir ruhig 2 Stunden draus machen können. Man ein paar mehr fangen kann. Das ist nix. Und das ist auch nix. Aber da haben wir noch mal einen. So befreien wir den mal hier von seiner Qual. Arme kleine Piranha. Wieder irgendwas anderes. Trophy-Piranha, großer oder einzigartiger Piranha oder wieder ein Zander und Tendrils. Zander und Tendrils. Aber das dürfte wieder mega sein. Ui, das ist richtig fettes. Geht ja sogar in die Bremse. Komma 7, 8,8 Mega Piranha. Und 8,5, immerhin. Das ist leider wieder nix. Oh, wieder ein kleiner Wels.
Der war, glaube ich, ein bisschen weit. Nö, 41 geht eigentlich. Oder war es der ein bisschen weit noch? Nö, auch nicht. Brose lassen wir weg, die letzten Minuten, das bringt nichts mehr. So, beißt jetzt noch einer auf die letzten 3 Minuten, 2 Minuten. Ja, nicht nur piep, piep, piep und wieder weg, sondern beißen. Sonst hat er nichts. So, 1 Minute noch, also 15 Sekunden. Dann ist hier Beißzeitende. Drei, zwei, eins, Ende. Ich habe gehofft, dass das noch mal einer war, auf der letzten Sekunde, der gespawnt ist und dennoch beißt, obwohl es 20 Uhr ist, aber nein. Es ist nur ein kleiner Piranha. So. Schauen wir nochmal rein. Ja, 6 Stück sind es immerhin geworden. Kann man nicht meckern. Im Amazonas waren es 13 Stück. Dafür sind es hier noch mehr normale Piranhas und 3 Welse. Ist ja auch was Nettes. Gibt auch Geld. 24.000 insgesamt. Ist okay. Die Kosten zwar nicht ganz drin, aber was soll's. Jo, das war's denn für das Video. Als nächstes sehen wir dann Maku Maku, da nochmal die Mega Piranhas und dann hat sie das erledigt mit den Monsterfischen. Jo, bis dahin dann. Tschüss.